Was steht da noch rum? Ein Sheep Wool Quiver. Liegt da einfach so rum. Okay. Yes, yes. I see it all now. It's so beautiful. Und wir haben einen Howler, der wieder... wo bist du? Da bist du. Der wieder besessen ist. Okay. Pferdeleiche, alles Mögliche wird transportiert. So, was macht der Channel-Befehl? Der ist noch in Arbeit. Irgendwann mal vielleicht. Sind die Aufgaben schon erfüllt? Nö. Wahrscheinlich habe ich meinem Smith, der gerade irgendwas macht, nur nicht das, was er soll. Other Jobs, Cleaning, nö. Healthcare, Recover Wounded, Wood Burning, Potash Making ist okay, Metal Smithing. Ja, dem habe ich Weapon Smithing gegeben, also müsste der normalerweise irgendwann mal die Waffen herstellen. Wenn er denn nicht mit dem Wasser schleppen. Give me the workshop. But I was just about to... Give me the workshop. But... Give it to me. But... Give it to me. Das war jetzt gerade genial. Ich habe eine super Idee. Ich muss diesen Workshop übernehmen. Aber ich... Gib mir den Workshop. Und er beginnt schon mit der Konstruktion. Sehr schön. Gut. Was sagt der Jobmanager? Die Jobs sind jetzt alle bereit, die müssen noch abgearbeitet werden. Smith ist und ich hoffe, dann macht er sich irgendwann mal an die Arbeit. Gut. Ich denke mal, meinem Squad kann ich wieder den Schedule aktivieren. So. Damit sie wieder trainieren. Mit den Knochenbolzen, die noch übrig sind. Ja, also das ist mit den Knochenbolzen ist auch so eine Sache. Was liegt hier? Ein Plump-Helmet. Oh, was machen beide Farmen oben eigentlich? Die werden gerade abgeerntet. Was sagt die Küche? Die Küche sagt, wir haben viel zu verkochen. Wir haben genug Alkohol, wir haben Gravy Bush Leaves, Valley Herbs, Muckroots, Sweet Pots, Caveweed Pictates. Also Zeug haben wir schon mal genug. Rocknuts haben wir ein paar, wir haben Sweet Pots Seeds, jede Menge. Wir haben Pigtails Seeds, Plump Helmet Spawn, aber Caveweed haben wir mal wieder keinen. Schade. Naja gut. Die Köche sind gerade irgendwie nicht aktiv. Was machen meine Köche bitte? Der eine trinkt. Und der andere ist wahrscheinlich irgendwo. Nur nicht dort, wo er sein sollte. Hä? Komm, macht schon. Wir haben das ganze Essen da. Und viel zu trinken. Was ist eigentlich mit dem Zeug, was hier überall rumliegt, los? Der Quiver hier ist doch nicht verboten. Large Gabbro Pot liegt da auch. Ja, es liegt viel zu viel Zeug rum. Ich habe doch Quivers erlaubt, oder? Das hier ist der Weapon Stockpile. Das hier müsste der... Genau. Type, Armor, Backpacks, Quiver, Plant Cloth, Leather. Ach, erlauben wir mal alle. Ups, so wollte ich das eigentlich nicht. Forbid, Flasks, Armor,
Earrings, Bracelets. Ach nee, halt. Armor ist wahrscheinlich Brust. So, das lassen wir mal weg. Sondern wir wollen Quivers und Backpacks. Weil das müsste unter diese Art von Armor fallen dann. Jupp. Ups. Komm her. Ja, genau. Shield, Com Material, mit Other Materials. So, genau. Gut. Jetzt müsste bitte jemand mal kommen und die ganzen Quivers und so aufsammeln, die rumliegen. Und sie dorthin bringen. An artifact has been completed. It will be engraved for years to come upon our walls. I hope one gets in my room. Ja, und der verrückte Hauler hat das Artefakt fertiggestellt. Lenschamitat Lalakest. Ein stachliger Rentierknochenball. War ja ganz toll. Gucken wir uns das Ding mal an. View. Ein stachliger Rentierknochenball von höchster Qualität. Es ist umrandet mit Bändern aus Ziegenknochen. Und er ist verziert mit hängenden Ringen von Rentierknochen. Ja, tolles Artefakt. Okay. Brauche ich hier oben... Ne, Bins habe ich bei beiden schon eingestellt. Und wieder ein Dieb. Was ist eigentlich hier noch alles eingestellt? Bars, Blocks, Gems und Coins. Okay. Gut, ich habe nicht sehr viele Idlers. Wahrscheinlich, weil manche noch damit beschäftigt sind. Ist das hier noch suspended? Yep, suspended. Suspended, gut. Was sagt das Others? Kobold-Dieb? Okay, der Mensch ist schon mal gegangen. Und wir haben unseren Meister-Waffenspiel verloren. Ja, das geht immer noch. Geht uns immer noch ziemlich nah. Hm. Der Schmied ist immer noch nicht beschäftigt. Das ist doof. Oder hat er schon was gemacht? Nö. Forge Iron Battle Axe, das ist seine Aufgabe. Oder brauchen wir noch mehr Charcoal? So, wenn er sich nämlich nicht angesprochen fühlt, dann ist das wiederum ein Problem. Ich glaube, ich nehme sogar die anderen Jobs dann mal weg. Also das, er ist jetzt gerade wieder beim Dinging und Channeling. So. Die Grates werden hergestellt. Die Bone Bowls werden nicht hergestellt. Was macht mein Bone Futz hier? Ah, er macht Knochenbolzen. Okay. Wasser füllt sich hoffentlich langsam mal endlich. Die Bestie, die da ja gekommen ist, die hat uns ein paar Probleme gemacht. Also der Riesenkäfer, wo er auch immer jetzt gerade steckt. Hier liegt ein totes Pferd, ein totes Rentier, ein Kalb. Hier liegt das Vieh, hier liegt ein Skelett und da liegt noch irgendein Typ. Ich hoffe mal, die haben das Vieh jetzt nicht hier reingebracht. Donkey Skull, ein Haufen Schädel und Shells. Okay. Trinken sieht gut aus.
Essen sieht immer noch nicht gut aus. Machen die Köche was? Ja, sie machen endlich mal was. Bevor das ganze Fleisch da oben nämlich verwesen tut. Ah, da fällt mir gerade auf, wir brauchen mehr Wokpots. Gebe ich gleich mal 60 Stück in Auftrag. Man kann nie genug Wokpots haben für Essen und andere Sachen. Weil man sieht hier einen Haufen Alkohol in Wokpots. Und die Leute sind hier fleißig beim Essen. Gut, gut. Jetzt müsste aber hier genau. Jetzt gebe ich den letzten Channel-Befehl hier. So, so. Channelt das noch weg. Dann wird die Rampe entfernt. Und dann haben wir es endlich geschafft. Und ich füge noch was dem Jobmanager hinzu. Work Cabinets. Mal 20 Stück erstmal. So. Dann kann ich nämlich hier Work Cabinets reinstellen in jedes Zimmer. Und kann dann die Zimmer mal zuweisen meinem Expo Squad. Und ich muss mal kurz gucken, was der Stock über Tent Heights sagt. Haben wir ziemlich viele. Woher haben wir so viel? Hatte der Händler was dabei? Ja, das könnte sein. Panda-Leder, das haben wir jetzt alles von dem Pferd geklaut. Okay. Neuer Job. Water Skin. 20 Stück. Und noch ein Job. Backpacks. Leather Backpacks. Auch 20 Stück. So. Dann haben meine Lederer auch mal ein bisschen was zu tun. Und ich sehe gerade, wir haben jede Menge Cloth hier, oder? Ja, Cloth. Können wir meinen Manager Cloth ein paar Aufgaben auch für Cloth verteilen, wenn wir schon so viel Cloth haben. Also solche Sachen wie Cloth Shirts, sagen wir mal 10 Stück. Und Cloth Hosen, Trousers 10 Stück. Damit unseren Zwergen das, die Sachen zum Anziehen nicht ausgehen. Cloth Socks. 10 Stück. So. Gut, das ist in Auftrag gegeben. Also wir haben jetzt ziemlich viele Sachen in Auftrag. Aber wir haben ja zum Glück nicht nur einen Zwerg, der diese Aufträge erfüllt. Smith schläft. Er hat sich hier nirgends angesprochen gefühlt. Workshop-Profile. Search. Nö. Fällt mir jetzt so nicht auf, wie wir gucken können, dass der Schmiedezwerg da seine Arbeit macht. Also außerdem wir dem Smith zum To Creature. Indem wir dem Smith mal das Mining wegnehmen. Und das Cleaning. So. Obwohl das Cleaning nicht unbedingt so. Was hat er da im Bett liegen? Eine Kupferpicke. So,
So, was macht mein Smith jetzt? Store Item in Bin? Achso, versucht er jetzt die Kupferpickets in einem Bin, in einem Waffenbin zu verpacken. So. Jobmanager sagt, Bolzen haben wir langsam wieder welche. Das Floodgate wird noch gar nicht gemacht, hä? Ja, weil ein Haufen Rockquades noch im Auftrag sind.